eigentlich der Unterschied zwischen einem Seminar und einer Vorlesung? Beides sind Formate, wie sie an Universitäten und an Hochschulen jeden Tag angeboten werden. Und die Vorlesung unterscheidet sich schon insofern vom Seminar, dass die Gruppengröße etwas größer ist. Häufig ist es so, in einer Vorlesung sind etwa 40 bis 150, 200, manchmal sogar 400 oder 500 Studentinnen und Studenten. Und in einem Seminar hat man eine gute Gruppengröße so zwischen 20 und 40, 50 Personen. In manchen Seminaren auch noch ein bisschen mehr. Und das gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man ein Thema bearbeiten kann, wie man ein Fach näher bringen kann. Bei einer Vorlesung ist es häufig so, dass sich die Professorin oder der Professor entsprechend Gedanken macht, wie bereite ich das Thema oder das jeweilige Fach auf, dass ich das entsprechend dann in den 14, 15 Wochen des Semesters an den Mann oder an die Frau bringen kann. Also, welches Vorwissen haben meine Studentinnen und Studenten? Bringen sie mit? Was kann ich also voraussetzen? Wo muss ich anknüpfen? Wo kann ich entsprechend aufbauen? Ich erinnere mich so an mein persönliches Studium und da erinnere ich mich an ganz tolle Vorlesungen bei unglaublich sympathischen Menschen, bei denen ich studiert habe. Und da bin ich immer gerne hingegangen. Und dann gab es natürlich auch die Vorlesungen, da musste man hingehen. Und die waren auch nicht ganz so spannend. Und da habe ich mich auch immer, die Frage gestellt, mir persönlich haben Seminare mehr Spaß gemacht, weil man nämlich gerade aufgrund der kleinen Gruppe kann man im Seminar etwas intensiver arbeiten, gerade auch als Student. Als Student sitzt man in der Vorlesung, man hört im Wesentlichen zu, man macht sich Notizen, klar, aber im Seminar, da kann man sozusagen auch mitdiskutieren, da kann man sich einbringen noch mal ein bisschen stärker. Aber man muss natürlich auch vorbereitet sein. Das heißt, in der Regel muss man die Texte gelesen haben, um die es geht, die diskutiert werden. Und das, ja, waren viele Kommilitoninnen und Kommilitonen und auch ich, wenn man irgendwie so bisher nur Unterricht kannte aus der Schule, dann nicht gewohnt. Daran erinnere ich mich noch ganz gut. Das ist wirklich immer enorm viel Arbeit war, auch ein solches Seminar dann vorzubereiten und entsprechend noch nachzubereiten. Aber dann konnte man eben mitdiskutieren. Das fand ich toll. Und naja, nicht jede Vorlesung war entsprechend dann auch so spannend aufbereitet, dass man gerne hingegangen ist. Manchmal musste man einfach. Und da habe ich mich eben gefragt, wozu braucht man eigentlich die Vorlesung? Wenn wir doch heute andere Speichermöglichkeiten haben. Denn mal historisch gesehen war die Vorlesung ein Speichermedium. Man muss sich das so vorstellen, es hat dann ein Dozent hat aus seinem Buch vorgelesen und seine Studenten haben dann entsprechend das, was sie gehört haben, dann in diesem Buch aufgeschrieben. Und dann, wenn sie fertig studiert haben, dann hatten sie eben irgendwann ein gefülltes Buch und konnten selbst dozieren. Das heißt, sie standen dann vorne und haben vorgelesen, und zwar aus ihrem Buch. Das ist eigentlich die Idee der klassischen Vorlesung und damit streng genommen ein Speichermedium. Nun könnte man sich fragen, wir haben heute andere Speichermedien. Also wir haben Bücher, die es in Bibliotheken und in Buchhandlungen gibt. Wir haben Videos zum Beispiel, in denen wir Wissen tradieren, in denen wir Wissen weitergeben. Aber auch noch andere Formen, andere Speichermedien. Insofern, wozu braucht es eigentlich noch die Vorlesung, wenn man mal streng ist? Also um entsprechend Wissen zu tradieren? Wohl nicht. Aber die Vorlesung hat trotzdem ihre Relevanz meines Erachtens. Und zwar, weil es eben darum geht, was ich vorhin schon kurz sagte, dass man einen Gedanken entfalten kann, einen Gedanken folgen kann, dem sich eine erfahrene Person gedacht hat, so kann man das Fach am besten verstehen, so kann man das Fach am besten
nachvollziehen. So kann ich das Fach am besten meinen Studentinnen und Studenten erklären. Das ist eine gute Vorlesung, wenn sich jemand diese Gedanken gemacht hat und wenn diese entsprechend so in der geballten Form auch rübergebracht werden. Natürlich ist es aber ganz andere Formen des Lernens, wenn man Dinge nicht nur hört, wie bei der Vorlesung und entsprechend dann auch mitschreibt, sondern wenn man auch mitdiskutiert, wenn man selbst Wort finden muss für die Dinge, wenn man erst einen Text zusammenfassen muss zum Beispiel, wenn man argumentieren muss, wenn man streiten muss mit anderen Personen. Und das macht man zum Beispiel in Seminaren. Das heißt also, beides, die Vorlesung und das Seminar, haben so ihre Relevanz. Die Vorlesung erstmal als Möglichkeit, dieses Wissen zu erhalten, in einer geballten Form, in einer organisierten Form. Und dann später im Seminar, gegebenenfalls noch ergänzt durch zusätzliche Texte oder andere Formen, in denen man sich Wissen angeeignet hat, dann darüber zu diskutieren, mit anderen ins Gespräch zu kommen und darüber auch wieder zu lernen, zu argumentieren und das Wissen entsprechend dann zu festigen. Ja, soweit, glaube ich, kann man das ganz gut sagen, was die Vorlesung und was das Seminar.